Moin, Benjamin Bode hier, dein WordPress-Experte. Im heutigen Video geht es um das Thema Impressum und Datenschutzerklärung. Ich zeige dir, wo du diese beiden Texte erstellen lassen kannst und wie du anschließend das Impressum und die Datenschutzerklärung in deine WordPress-Webseite einbindest. Hintergrund: Ich gebe aktuell einen WordPress-Kurs. Von Zeit zu Zeit gebe ich WordPress-Kurse und WordPress-Schulungen für Anfänger und für Fortgeschrittene. Und ein Thema, was in so einem Kurs natürlich vor allem in einem Anfängerkurs nicht fehlen darf, sind die Rechtstexte, also Impressum und Datenschutzerklärung. So der Zusammenhang. Das heißt, wenn du auch ein WordPress-Beginner bist, dann ist dieses Thema mit Sicherheit für dich interessant. Wenn du Fortgeschrittener bist, vielleicht kannst du ja das eine oder andere hier mitnehmen. Wenn du weitere Fragen zum Thema hast, kannst du am Ende des Videos gerne einen Kommentar für mich hinterlassen. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit diesem Video. So, im Bereich Impressum und Datenschutzerklärung gibt es verschiedene Dienstleister, bei denen man sich anmelden kann, die einem dann eben halt ein Impressum, eine Datenschutzerklärung erstellen. Mir persönlich fallen in diesem Bereich zwei Anbieter ein, die ich auch selber nutze, und ich empfehle eigentlich immer nur Sachen, die ich auch selber kenne, die ich selber nutze. Ein Anbieter ist eRecht24. Das ist eine Online-Plattform, hinter der steht der Anwalt Sören Siebert. Und die andere Plattform, die mir im Hinterkopf gerade vorschwebt, die ich auch nutze, das ist der Händlerbund. Beide Plattformen sind meiner Meinung nach gut, aber es hängt immer von dem Einzelfall ab, welche Webseite ich habe. Um das einmal hier zu zeigen, ich fange mal beim Händlerbund an. Das hier ist die Webseite des Händlerbundes. Und der Händlerbund, wie der Name schon sagt, der richtet sich hauptsächlich an jene, die Handel betreiben. Ja, das heißt, wenn ich einen Online-Shop habe, dann ist der Händlerbund möglicherweise die richtige Lösung. Warum? Der Händlerbund bietet Folgendes an. Also es gibt verschiedene Preispakete. Und der Händlerbund bietet an, dass eben halt Impressum, Datenschutzerklärung erstellt wird, dass aber zusätzlich Widerrufsbelehrung erstellt wird. Die braucht man nämlich, wenn man Online-Händler ist, sonst kriegt man eine Abmahnung. Dann kümmern die sich teilweise auch um die AGB. Und der Händlerbund hat im Hintergrund Vertragsanwälte. Wie kann man sich das vorstellen? Vertragsanwalt, der Händlerbund beschäftigt Anwälte dauerhaft und kriegt dadurch günstigere Konditionen bei den Anwälten. So, und das Ganze geht dann so weit, je nachdem, welches Paket man hier hat, dass man dann eben halt diese Anwälte um Rat fragen kann. Plus, diese Anwälte checken die Webseite von einem. Ja, ich habe einen Online-Shop, der Anwälte gucken drauf, sagen, Herr Bode, das und das und das müssen Sie umsetzen. Dann setze ich das um, zeige das wieder vor. Die Anwälte geben ihr Okay oder der Händlerbund gibt sein Okay. Und dann ist meine Seite seitens des Händlerbundes geschützt. Soll heißen, kriege ich dann als Webshop-Betreiber eine Abmahnung von einem Konkurrenten und der sagt mir, Mensch, dein Impressum hat nicht gestimmt, deine Widerrufsbelehrung hat nicht gestimmt, was auch immer. Dann steht der Händlerbund in der Haftung, beziehungsweise der Händlerbund vertritt mich dann vor Gericht und sorgt dafür, dass alles einen geregelten Gang geht. Also wie gesagt, kommt auf das Preispaket hier beim Händlerbund drauf an. Wir sehen auch, das wird teilweise relativ teuer, aber man muss es eben halt immer im Verhältnis setzen zu dem, was man da macht. Wenn ich natürlich einen Webshop habe, der meinetwegen in 5 Ländern verkauft oder in 3 Ländern europaweit verkauft oder wie auch immer, dann muss man das in Relation setzen, die Kosten. Und sehr schnell ist dieser Fall eben halt erreicht, wo sich das lohnt. Also das der Händlerbund finde ich gut, aber nur, wenn man Onlinehandel betreibt. Ansonsten weiß ich nicht, ob das die richtigen Ansprechpartner sind. Vielleicht dazu noch einen weiteren Pluspunkt für den Händlerbund. Ich will eigentlich gar nicht zu viel Werbung für die machen, weil jeder muss da seine eigenen Erfahrungen machen. Aber der Händlerbund bietet eben halt im Hintergrund noch viel mehr an, zum Beispiel einen Inkasso-Service. Denn wenn man einen Webshop betreibt, ja, oder irgendeine andere Dienstleistung betreibt, dann kommt früher oder später der Punkt, wenn man nicht alles auf Vorkasse oder PayPal macht, sondern man nett ist und sagt, Kunde, du kannst per Rechnung bezahlen, 14 Tage nach Eingang der Ware, dann kommt früher oder später der Fall, dass Kunden der Meinung sind, sie müssten nicht bezahlen. Und der Händlerbund hat eben halt im Hintergrund auch einen Inkasso-Service, den man dann kostenfrei nutzen kann. Das hat dem Business, was meine Frau und ich zusammen betreiben, schon öfter weitergeholfen. Sagen wir es mal so. Gut, schön. Also das ist der Händlerbund auf der einen Seite. Für einen Website-Anfänger oder für die erste Website, wo man einfach nur eine Website hat, wo man auf seine eigene Dienstleistung darauf hinweist oder wo man einfach nur einen Blog hat, da ist das natürlich total übertrieben. Da brauchen wir etwas Einfaches. Und da möchte ich jetzt hier einmal auf eRecht24 eingehen, eingangs schon erwähnt von Sören Siebert. eRecht24 bietet uns die Möglichkeit, kostenfrei ein Impressum und eine Datenschutzerklärung zu erstellen. Voraussetzung, wir haben eine einfache Webseite.
wenn wir hier mit dem Online-Shop ankommen, dann müssen wir auch hier Geld bezahlen, beziehungsweise das sind Sachen, die werden hier nicht abgedeckt. Die Erstellung des Impressums und der Datenschutzerklärung läuft hierbei teilautomatisiert oder automatisiert, so kann man sagen. Ja, es gibt einen Generator, da muss ich immer anwählen, was habe ich, da muss ich ein paar Sachen von mir eingeben und am Ende kommt eben halt das Impressum und die Datenschutzerklärung heraus. Diesen ganzen Prozess gehen wir jetzt gleich gemeinsam durch und ich zeige einmal, wie das läuft. Vorab möchte ich aber noch zwei, drei Worte zu E-Recht 24 verlieren. Und zwar, ich finde den Service klasse, dass man das kostenfrei nutzen kann. Man kann das aber nur nutzen, am Ende muss man seine E-Mail-Adresse angeben und man kriegt dann das Impressum, die Datenschutzerklärung per E-Mail zugesendet. Soweit, so gut, alles toll. Der Sören Siebert ist aber ein Fuchs. So, der arbeitet marketingtechnisch sehr, sehr gut. Soll heißen, wenn man sich mit Marketing beschäftigt, gibt es zwei Möglichkeiten, über die man verkaufen kann. Man kann verkaufen, indem man jemanden anderen Möglichkeiten aufzeigt und der andere möchte diese Möglichkeiten erreichen. Das ist eine Sache. Und die andere Sache, worüber man noch viel besser und stärker verkaufen kann, ist Angst. Angst ist eine ganz große Motivation. Damit kann man Menschen eben halt treiben. Und das macht der Sören Siebert fantastisch. Ja, das heißt, wenn man sich dort angemeldet hat, muss man ja, dann kriegt man ganz schnell E-Mails, wo einem darauf hingewiesen wird, wie viele Abmahnungen es gab, wie gravierend dieses Thema ist und man kann sich nur retten, wenn man Premium-Kunde von E-Recht 24 wird. Warum erzähle ich dir das gerade hier in diesem Video? Ganz einfach, sei gewappnet, du kriegst so welche panikmachenden E-Mails, ignoriere sie oder guck sie dir an, aber dann raus aus dem Kopf damit, löschen, melde dich von dem Newsletter von E-Recht 24 ab. Ja, kannst du machen, funktioniert auch, ist ja ein Anwalt, sorgt dafür, dass alles klappt und dann ist gut. Wie gesagt, hier einfach nur Impressum und Datenschutzerklärung einmal erstellen lassen und alles ist tippitoppi. Gut, schön, gehen wir den Prozess gemeinsam durch. Ich bin hier auf der Seite von E-Recht 24, wie man hier oben sieht, e-recht24.de und ich möchte jetzt mein Impressum erstellen und meine Datenschutzerklärung erstellen. Wir sehen hier oben die Kopfleiste mit dem Logo und da steht schon Impressum-Generator. Ich klicke einmal auf Impressum-Generator. Und ich werde jetzt hier zu der Seite weitergeleitet. Der Sören Siebert stellt sich vor, das Wichtigste in Kürze, bla 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 bla. Und dann haben wir hier einen Reiter Impressum kostenlos erstellen. Ich klicke da drauf und jetzt öffnet sich der Generator und wir gehen jetzt den Generator durch. Also, ich möchte meine eigenen Daten eingeben. Hervorragend möchte ich. Nutzer des Impressums, ich erstelle das Impressum für meine eigene Webseite. Okay, Online-Shop haben wir nicht. Weiter. Jetzt werden wir darauf hingewiesen, wie günstig E-Recht 24 ist und dass man das ja tun könnte. Wollen wir ja nicht, hatten wir ja schon festgehalten. Das heißt, ich klicke hier einfach stumpf auf Weiter. Jetzt werde ich gefragt nach meiner Unternehmensform. Und sagen wir mal, ich bin Einzelunternehmer. Ja, wenn ich das gerade alleine mache, nicht zu den freien Berufen gehöre, Einzelunternehmer. Wenn ich eine GmbH bin, eine GbR oder was auch immer, muss ich das hier eben halt angeben. Klicken wir auf Weiter. Jetzt werde ich gefragt nach meinem Vornamen, also Benjamin. Nachname Bode. Geschäftsbezeichnung, jetzt könnte ich hier den Namen eingeben, wie ich mich nenne, in meinem Fall One Step Web Design. Dann gebe ich hier einmal die Anschrift ein, auch das mache ich. Ich gebe jetzt sogar meine richtigen Daten ein, ist ja egal. Dann geben wir hier die E-Mail-Adresse an, Telefonnummer, sollten wir auch angeben und wir sehen auch, dass man hier, ich gebe meine Fantasienummer ein, wir sehen auch, dass man hier eben halt die Faxnummer angeben sollte, wenn man denn eine hat. Ich habe keine, ich gehe einfach mal stumpf auf Weiter. Dann werde ich gefragt, Mensch, gibt es ein Register, wo wir eingetragen sind? Bei mir nein. Umsatzsteuer-ID, sofern man denn eine hat, muss man die angeben. Ich habe keine. Wirtschafts-ID, nö, haben wir auch nicht. Wenn ich Angaben hinterlegen möchte zur Berufshaftpflichtversicherung, kann ich das tun. Muss ich aber nicht. Also das hier ist so ein Kann. Ich persönlich mache es nicht. Ich habe eine Berufshaftpflicht, aber gebe ich hier nicht an. Das gleiche gilt für die Gewerbeanmeldung. Warum sollte ich das hier angeben? Ich klicke auf Weiter, inhaltlich verantwortliche Person. Das bezieht sich darauf, wenn ich eben halt einen Newsblog habe, wo ich ständig Updates gebe und dann ist natürlich die Frage, wer ist für den Inhalt, den man da rausposaunt und wer ist dafür verantwortlich. Das heißt, wenn ich das habe, dann müsste ich hier einmal meine Kontaktdaten hinterlegen. Also Benjamin Bode, dann wieder meine Adresse und dann natürlich Postleitzahl und Stadt. Dann, wenn wir das eingegeben haben, klicken wir auf Weiter. Jetzt werde ich gefragt, Mensch, Berufsbezeichnung, unterliege ich einer Regelung? Habe ich einen reglementierten Beruf? Und wenn wir hier draufklicken, sehen wir schon, was damit gemeint ist. Bin ich ein Rechtsanwalt? Bin ich ein Arzt? Bin ich ein Zahnarzt, Tierarzt, Wirtschaftsprüfer, was auch immer?
Nö, ich bin kein reglementierter Beruf, also kann ich das auswählen. Dann behördliche Zulassung. Wenn ich einen Beruf habe, wo eine behördliche Zulassung notwendig ist, dann muss ich das ja angeben. Auch das ist bei mir nicht der Fall. Klicke ich auf Weiter. Dann gibt es den Hinweis auf die EU-Streitschlichtung. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Das ist nur der Hinweis, dass es die Streitschlichtungsplattform der EU gibt. Wir müssen aber nicht dran teilnehmen. Also, ne, hier kommt jetzt die nächste Frage, Teilnahme. Nö, wir sind nicht verpflichtet, dran teilzunehmen. Weiterklicken. Jetzt werden wir gefragt, wollen wir eine englische Übersetzung haben? Und wir sehen hier neben schon so ein Bügelschloss. Und dieses Bügelschloss bedeutet, ist nur in der Premium-Variante von eRecht24 verfügbar. Das heißt, hier wird einem wieder gezeigt, was man alles haben kann, was man aber kostenfrei nicht bekommt. Brauchen wir aber gar nicht. Also klicke ich auf Weiter. Updates, rechtliche Absicherung, bla bla bla. Wir sehen auch hier sind wieder die Bügelschlösser für. Das heißt, das ist nur, wenn man Premium-Mitglied ist, relevant, beziehungsweise das kriegt man nur, wenn man Premium-Mitglied ist. Dann werden wir noch einmal darauf hingewiesen, dass das Ganze hier eben halt nicht rechtsbindend ist und wir zur Kenntnis nehmen, dass ein Haftungsausschluss vorliegt. Natürlich, haben wir verstanden, logisch. Weiter. Und jetzt sind wir schon hier bei der Erfolgsmeldung. Und jetzt kommt eben halt das zu tragen, was ich anfangs erwähnt hatte. Wir müssen jetzt einmal hier eine E-Mail-Adresse hinterlegen, damit wir dann eben halt die Dokumente oder das Dokument für das Impressum zugesendet bekommen. Ich gebe hier einmal meine private E-Mail-Adresse an und dann machen wir weiter mit der Datenschutzerklärung. Nachdem ich nun meine E-Mail hinterlegt habe und wichtig ist, die richtige E-Mail-Adresse zu hinterlegen, denn wir kriegen ja das Impressum per E-Mail zugesendet, werde ich weitergeleitet zu hier so einem Panikmache-Video, schätze ich mal, wo man darauf hingewiesen wird, wie wichtig die Schulung und sonst was ist. Also wie gesagt, all das würde ich einfach mal getrost ignorieren, weil wenn man sich das zu Gemüte führt, kriegt man nur Panik, was alles Böses passieren kann, was aber eigentlich niemals passiert. Gehen wir zurück zur Seite von eRecht24, denn uns fehlt ja jetzt noch die Datenschutzerklärung, wie gesagt. Und hier oben sehen wir auch den Datenschutzgenerator. Ich wähle den Datenschutzgenerator aus. Und jetzt geht das gleiche Spiel wie beim Impressum los. Ja? Also ich sage hier Datenschutzerklärung kostenlos erstellen. Und der Generator öffnet sich wieder und wir müssen einmal die ganzen Daten eben halt angeben. Ich möchte meine eigenen Daten angeben. Ich erstelle die Datenschutzerklärung für meine eigene Webseite. Es ist kein Online-Shop. Ich klicke auf Weiter. Wir werden darauf hingewiesen, dass es eRecht24 Premium gibt. Brauche ich nicht. Ich klicke auf Weiter. Betreiber der Webseite ist ein Einzelunternehmer. Sehen wir hier schon Sachen, die Pflichtangabe sind, wo der Haken schon vorgesetzt ist. Das heißt, das können wir einfach mal so lassen. Dann kommt hier die Frage nach Analyse-Tools und Tools von Drittanbietern. Und hier muss man vorsichtig sein, denn eRecht24 in der kostenlosen Version bietet hier nur einen Basic-Umfang. Das heißt, wenn ich Google Analytics eingerichtet habe plus andere Tracking-Tools, dann ist die kostenfreie Variante von eRecht24 mit Sicherheit nicht das Richtige. eRecht24 kostenfrei macht nur Sinn, wenn ich hier wirklich so eine Basic-Webseite habe, wo nicht sonderlich viel eben halt passiert. Also Analyse-Tools von Drittanbietern, wir gucken uns das gemeinsam an. Hier steht, ja, diese Seite nutzt Analyse-Tools von Drittanbietern. Also angenommen, wir tun das nicht, sagen wir hier mal weiter. Dann werden wir gefragt zum Thema Hosting, wo ist unsere Seite gehostet? Und jetzt kann ich hier, wenn keiner davon mein Hosting-Anbieter ist, dann kann ich hier einfach sagen, sonstige Anbieter und kann jetzt hier eben halt den Anbieter von meinem Hosting hinterlegen. Bei mir ist es zum Beispiel 1Blue. Ich kenne jetzt die Adresse nicht. Ich müsste jetzt einmal selber googeln, Impressum 1Blue und müsste die Daten dann hier eingeben. Das erspare ich jetzt dem ganzen Video einmal. Aber wie gesagt, hier müsste man auch die Einschrift dann eben halt noch von 1Blue angeben. Dann werde ich gefragt wegen der Auftragsdatenverarbeitung. Und es gibt so einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag. Den gibt es bei jedem Hosting-Anbieter in Deutschland. Den solltet ihr euch oder den solltest du dir dringend zusenden lassen. Per E-Mail oder per Post unterschrieben. Der ist wichtig, aus datenschutzrechtlicher Sicht wichtig, denn in diesem Vertrag wird geklärt, was dein Hosting-Anbieter alles mit den Daten machen darf und was nicht. Und den musst du einfach bei dir in der Schublade rumliegen haben, falls mal neunmal kluge Angestellte oder Staatsbedienstete danach fragen und wissen wollen, ob du diesen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag abgeschlossen hast. In meinem Fall, ich habe den abgeschlossen, dann werde ich gefragt, habe ich Cloudflare? Auch hier sehen wir das Schloss, das heißt, wenn ich ein CDN, ein Content Delivery Network nutze wie Cloudflare, dann brauche ich diese Option, aber das geht dann eben halt nur mit eRecht24 Premium. So, haben wir alles nicht, klicken wir mal auf Weiter. Datenschutzerklärung, Pflichtangabe, Pflichtangabe, Hinweis zur verantwortlichen Stelle. Hier, ich bin natürlich als Webseitenbetreiber für meine Webseite verantwortlich, also gebe ich hier einmal meine Daten an. Dann noch eine E-Mail.
Hervorragend. Daten angegeben. Dann Speicherdauer, Pflichtangabe. Pflichtangabe, Pflichtangabe, da können wir eh nichts dran ändern. Das sind alles Sachen, die sind so vorgeschrieben. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, SSL bzw. TSL-Verschlüsselung. Wann hat man die? Die hat man immer, wenn man SSL-Zertifikat eingebunden hat und nutzt. Du erkennst das daran, dass in deiner Webseite oben steht, dass sie sicher ist. Da ist dieses Bügelschloss im Browser und du verwendest HTTPS. Das S steht für Secure und das deutet eben halt darauf hin, dass du diese Verschlüsselung hast. Im Standardfall haben wir die. Die ist sogar zwingend vorgeschrieben, wenn wir zum Beispiel ein Kontaktformular bei uns auf der Webseite haben oder irgendwie anders Kundendaten entgegennehmen. Das heißt, jo, haben wir, das sollte der Standardfall sein. Dann verschlüsselter Zahlungsverkehr auf der Webseite. Wir haben ja keinen Webshop, das heißt, das haben wir nicht. Widerspruch gegen Werbe-E-Mails. Wenn man da eben halt keine Werbe-E-Mails kriegen will, kann man hier den Haken setzen. Ich lasse das jetzt mal und klicke auf Weiter. Datenschutzbeauftragter. Wir brauchen keinen Datenschutzbeauftragter als Kleinunternehmer. Da müsste man sich dann im Zweifelsfall mal schlau machen, ab wann man den braucht, wenn man ein größeres Unternehmen hat. Ich klicke mal auf Weiter. Dann haben wir hier die Frage nach Cookies. Verwendet die Webseite Cookies? Und ja, unsere Webseite verwendet mit hoher Wahrscheinlichkeit Cookies. Beispielsweise Elementor setzt Cookies. Also nur ein Beispiel. Es gibt zig Cookies, die gesetzt werden auf einer Webseite. Allein schon der Cookie-Banner setzt Cookies. So. Dann nutzen wir wegen den Cookies User-Centrics? Nein. Benutzen wir Borlabs Cookie? Das ist ein Cookie-Plugin. Und hier müsste man jetzt auswählen, das Cookie-Plugin, was man nutzt. Wir sehen, die sind aber dummerweise hier in der kostenfreien Variante alle gesperrt. War früher mal anders, ist dazugekommen, geht jetzt gerade die Welt nicht von unter, dass wir das eben halt einmal hier nicht angeben können. Dann scrollen wir nach unten und wir haben jetzt hier den Bereich Server-Logfiles. Werden vom Server-Logfiles erstellt. Im Standardfall, viele Server oder Hosting-Anbieter machen das. Würde ich zur Sicherheit einfach mal auswählen. Vielleicht noch ein kleiner Nachtrag, wenn ich gesagt habe, hier ist nicht so schlimm. Warum ist das nicht so schlimm? Naja, diese Tools bieten automatisch, zumindest bei Borlabs ist es so und bei Compliance ist es auch so, diese Tools bieten automatisch einen Passus an, der generiert wird, den man dann in die Datenschutzerklärung nachträglich noch integrieren kann. Das heißt, wenn das hier nicht von eRecht24 gemacht wird, halb so wild, können wir später immer noch integrieren, diesen Passus. Dann Server-Logfiles, wie gesagt, würde ich aktivieren. Dann wird ein Kontaktformular verwendet. Ich gehe mal davon aus, dass wir auf der Webseite ein Kontaktformular verwenden. Also machen wir hier den Haken. Können Anfragen per E-Mail, Telefon oder Telefax zu uns kommen? Jawohl, können Sie. Kommunikation via WhatsApp? Nee, haben wir nicht. Typeform und sonst was haben wir auch nicht. Und ihr seht schon, wenn ihr hier was von nutzt, überall da wird eben halt eRecht24 Premium. Ja, mehr oder minder braucht man das dann eben halt und muss Geld zahlen. Ist logisch, Sören Siebert will ja auch sein Geld kriegen, ne? Aber gut, wir haben ja jetzt hier keinen Buchungskalender und nichts von dem, was hier steht auf unserer einfachen Webseite. Dann werden wir gefragt zu Social Media. Haben wir ein Tool, mit dem wir eben halt Social Media teilen? Was ist das? Das sind diese Teilen-Button. Ich habe einen Blogbeitrag und da steht jetzt drauf, teile diesen Beitrag auf und dann kann ich draufklicken auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook. Das sind diese Teilen-Buttons, die gemeint sind. Mit den Teilen-Buttons ist nicht gemeint, wenn du unten in deinem Footer so einen Link hast zu Facebook, das ist damit nicht gemeint, sondern es geht wirklich um das Beitrag teilen. Und jetzt sehen wir hier schon Self-Sharing, sonst was. Wenn du so einen Teilen-Button haben willst und den DSGVO-konform nutzen willst, installiere dir das Tool Sharif. Sharif Wrapper heißt es. Ist kostenfrei, ist DSGVO-konform, kannst du einbinden, ist toll. Wenn du das nutzen solltest, klicke hier auf Ja. Angenommen, wir verwenden diesen ganzen Käse nicht, lassen wir hier die Kästchen einfach mal weg. Dann weiter. Dann werden wir gefragt nach Analyse-Tools und wir hatten vorab ja schon gesagt, wir verwenden gerade keine Analyse-Tools. Das heißt, hier haben wir auch nichts. Und wir sehen schon, wie gesagt, eingangs hatte ich es schon erwähnt, wenn wir Analyse-Tools verwenden, brauchen wir irgendwo die Pro-Version oder die Premium-Version. Wir verwenden aber keine Analyse-Tools und wenn wir doch ein Analyse-Tool verwenden wollen oder sollten, dann ist sowieso meine Empfehlung nicht Google Analytics. Google Analytics ist nämlich rechtlich stark bedenklich und Google Analytics wurde per Gericht, glaube ich, jetzt in Österreich schon verboten und in Frankreich ist Google Analytics auch verboten und viele munkeln, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis Google Analytics auch in Deutschland verboten wird. Aus diesem Grund würde ich es erst gar nicht verwenden. Eine Alternative, wo die Daten direkt bei dir auf deiner Webseite gespeichert werden oder auf deinem Hosting und nicht auf Google-Servern, sondern wir sind DSGVO-konform und wir speichern alles bei uns, das wäre das Plugin WP Statistics. Funktioniert super einfach, funktioniert super gut. Und falls wir das nutzen, um eine Statistik über unsere Webseite zu erstellen, müssten wir hier eben halt den Haken setzen. Und dann werden wir auch gleich darauf hingewiesen, dass die IAP-Anonymisierung auch erforderlich ist. Die müssten wir dann im Plugin einstellen und dann hier auch den Haken setzen.
Angenommen, wir nutzen das nicht. Ich nehme hier deswegen einmal den Haken weg, scrolle nach unten, verwenden wir hier alles nicht. Klicke ich auf Weiter und wir sehen schon, das ist so eine Never-Ending-Story, wo wir uns hier durchklicken. Jetzt kommen die Newsletter-Daten. Haben wir einen Newsletter auf unserer Webseite? Ja oder nein? Ich gehe mal davon aus, wir haben keinen. Wenn wir einen Newsletter verwenden wollen, meine Empfehlung wäre Mailpoet. Mailpoet ist auch wieder so, dass wir es direkt auf unserer Seite haben können, ohne dass Kontakt nach außen eben halt stattfindet. Dann würde ich hier Mailpoet nehmen, aber wir sehen, hierfür bräuchten wir auch, wenn wir das mit Erich24 machen wollen, die Pro-Version. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir eben halt kein Newsletter verwenden. Ich klicke auf Weiter. Jetzt werden wir gefragt, verwenden wir YouTube auf unserer Webseite? Haben wir YouTube eingebunden? Falls ja, klicke ich hier drauf. Dann natürlich muss ich YouTube mit erweitertem Datenschutz einbinden, damit keine Verbindung automatisch zu Google bzw. zu YouTube hergestellt wird. Müsste ich das hier auch noch anklicken. Haben wir keinen YouTube, dann eben halt kein Haken. Dann Google Fonts. Ja, auf den Webseiten, die ich erstelle, verwende ich immer Google Fonts. Also ja. Und ja, ich sorge auch immer dafür, dass Google Fonts lokal geladen werden und keine Verbindung mehr zu Google besteht. Wenn du wissen willst, wie das geht, ich verlinke hier oben mal ein Video, wo ich das erklärt habe. Ist super easy. Guck dir das Video an und binde deine Schriften auf jeden Fall auch lokal ein. Dann Adobe Fonts verwenden wir nicht. Verwenden wir alles hier nicht. Google Recapture verwenden wir nicht. Falls du H-Capture, also H-Capture verwendest, super cool. Datenschutzkonformes Capture, damit du kein Spam über deine Kontaktformulare kriegst. Auch dazu habe ich ein Video gemacht, verlinke ich. So, also H-Capture, super cool, guck's dir an. Wenn du Probleme hast mit Spam über dein Kontaktformular, H-Capture könnte die Lösung sein, ist auf jeden Fall besser als Recapture von Google. Besser wie besser, es ist auf jeden Fall datenschutztechnisch besser, sagen wir es mal so. Also meine Wahl wäre dann H-Capture, wenn du es verwendest, musst du hier eben halt einen Haken vorsetzen. Genauso Google Maps, wenn du Google Maps nutzt, so, muss sie hier einen Haken vorsetzen. Angenommen, wir nutzen Google Maps. Ich lasse den Haken hier mal stehen. Dann WordFence ist ein Security-Plugin, damit deine Webseite nicht so schnell gehackt wird. Auch da, angenommen, wir nutzen WordFence. Ich mache da mal einen Haken hin. Ja, Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung sollten wir auch hier schließen. Alles klar. Dann, was haben wir hier noch? Bla, 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 bla. Ganz viel, was wir nicht nutzen. Ich klicke auf Weiter. Dann Affiliate-Programme nutzen wir nicht. Ich klicke auf Weiter. Verarbeitung von Kundendaten, Auftragsübermittlung, sonst was. Wir haben ja keine Bonitätsprüfung oder so. Wir haben ja gar keinen Online-Shop, ne? Haben wir ja eingangs gesagt. Also klicke ich hier auf Weiter. Dann Audio- und Videokonferenzen. Nein, haben wir auch nicht. Das sind hier die ganzen Konferenzanbieter, wenn man eben halt Audio- oder Videokonferenzen anbietet. Klicke ich auf Weiter. Dann eigene Dienste, Umgang mit Bewerberdaten. Wo werden die gespeichert? Was wird sonst noch wie gemacht? Haben wir auch nicht. Englische Übersetzung brauchen wir auch nicht. Klicke ich auf Weiter. Datenschutzerklärung für Social Media Profile brauchen wir auch nicht. Update-Zyklus bitte auswählen. Sagen wir mal, alle 12 Monate ist der Update-Zyklus. Installation neuer Tools und Dienste. Keine Ahnung, alle 12 Monate, was weiß ich, was damit bezweckt wird. Ich schätze mal, wenn wir das hier eben halt eingeben, kriegen wir rechtzeitig von Sören Siebert eine E-Mail, wo wir wieder darauf hingewiesen werden, wie toll sein Service ist und dass wir das eben halt aktualisieren sollen. Ich klicke einmal auf Weiter. Dann kommen wieder hier lauter Hinweise und der Haftungsausschluss, wo wir einmal sagen müssen, jawohl, haben wir zur Kenntnis genommen, dass Sören Siebert hierfür nicht haftet. Dann klicken wir auf Weiter. Wie auch zuvor beim Impressum, muss ich jetzt meine E-Mail angeben? Einziger Unterschied zum Impressum. Impressum geht schnell. Wie wir gesehen haben, der Generator zur Datenschutzerklärung dauert etwas länger, bis man den eben halt einmal durchgegangen ist. Ich gebe hier einmal meine E-Mail-Adresse an und dann gucken wir weiter. Meine E-Mail-Adresse ist angegeben. Ich wurde weitergeleitet. So, bla. Jetzt kommt wieder hier Werbung, was alles preiswert ist und was Erich24 für uns alles tun kann. Meine Empfehlung. Ignoriere es, es sei denn, du hast wirklich einen Bedarf daran. Ne? Also Bedarf, du hast einen Online-Shop oder du möchtest einen haben oder du bietest Konferenzen an. Dann ist das möglicherweise das Richtige für dich. Wenn du aber sagst, ich habe eine einfache Webseite, nutze keine Advanced Tools, was willst du damit? Dann ignoriere es einfach. Gut, warten wir, bis die E-Mail bei mir angekommen ist. Ich melde mich in der Zwischenzeit auf meiner WordPress-Testseite an und dann binden wir gemeinsam das Impressum und die Datenschutzerklärung auf der Webseite ein. Also, bis gleich. So, es sind nun ein paar Minuten vergangen. Ich musste in der Zwischenzeit noch einmal meine E-Mail-Adresse bestätigen und anschließend habe ich eben halt erst das Impressum zugesendet bekommen und dann die Datenschutzerklärung. Ich habe beide Dateien, also beide PDF-Dateien hier einmal geöffnet. Fangen wir an mit dem Impressum.
ich habe hier diese Datei gekriegt, da sehe ich jetzt mein ganzes Impressum als PDF-Datei und am Ende kommt dann hier nochmal das Ganze in HTML-Notation. Okay, und das Gleiche liegt auch bei der Datenschutzerklärung vor. So weit, so gut. Parallel habe ich mich halt angemeldet auf meiner WordPress-Testseite und hier ist aktuell nur so eine Demo-Seite, an der ich selber ein bisschen rumgespielt habe, für den WordPress-Kurs. Und nun möchten wir das Impressum, also eine Impressum-Seite anlegen, so, und anschließend die Datenschutzerklärungsseite anlegen und diese dann entsprechend verlinken. Also, wie starten wir? Wir wählen bei uns im Dashboard den Reiter Seiten aus, damit wir eben halt neue Seiten hinzufügen können. Das heißt, ich klicke hier auf Seiten, jetzt sehe ich hier nur die Testseite und anschließend drücke ich hier oben auf Erstellen, um die Impressum-Seite zu erstellen. Ich selber nutze hier auf der Testinstallation Elementor in der kostenfreien Variante. Ist aber vollkommen egal, was man nimmt, das funktioniert bei allen gleich. Das heißt, wir haben jetzt hier die Seite erstellt und wir benennen die einfach mal Impressum. Und jetzt kann man Folgendes machen. Entweder, ich mache hier mal Entwurf speichern, entweder wir machen das Ganze mit Elementor, um hier konsistent zu sein, oder aber wir machen das direkt in Gutenberg und geben hier eben halt den Text ein. Ich verwende in diesem Fall einmal Elementor, aber wie gesagt, beides funktioniert. Das heißt, ich klicke hier drauf mit Elementor bearbeiten. Jetzt öffnet sich Elementor. Und nun kann ich hier praktisch mein Impressum erstellen. Großartig, großartig. Ich lege als erstes einen Abschnitt an. Kann man machen, wie man will. Ich sage jetzt hier, der Abschnitt soll eben halt nur eine Spalte beinhalten. Und jetzt möchte ich hier mein Impressum drin haben. Ich will, dass das Ganze ein Tick schöner aussieht, als es standardmäßig aussieht. Das heißt, ich fange an mit einer Überschrift, ziehe das Überschriftenelement in den oberen Abschnitt rein und benenne das Ganze hier mal Impressum. Anschließend ist es meine Hauptüberschrift und wir haben ja hier die HTML-Tags zur Verfügung. Das HTML-Tag H1 bedeutet Hauptüberschrift, H2 ist die Unterüberschrift und es gibt dann eben halt so eine Abstufung. H3 ist die weniger wichtig, H4 noch weniger wichtig, etc. Die Hauptüberschrift dieser einzelnen Seite ist eben halt Impressum, darum ist das die H1. Ich möchte, dass das Ganze zentriert ausgerichtet ist und weil ich ganz verspielt bin, möchte ich, dass die Schrift weiß ist und der Hintergrund dunkelblau. Also mache ich jetzt hier einmal Stil, mache die Schrift weiß, wähle den Abschnitt aus, gehe auf Stil, Hintergrundfarbe, Typ und wähle hier einfach mal einen Blauton aus. Gucken, ob wir hier einen schönen Blauton haben. So, dunkelblau gefällt mir. Dann will ich noch ein bisschen mehr Abstand oben und unten haben. Das heißt, hier bei Impressum, ich verwende dafür Padding, während ich den ganzen Abschnitt bearbeite. Und sage Padding nach oben 30 Pixel, Padding nach unten 30 Pixel. Sieht doch schon mal ganz nett aus. Jetzt geht's zum wirklichen Impressum. Ich fange an, einen neuen Abschnitt zu erstellen mit einer Spalte. Ich wähle dieses Mal das HTML-Tag aus, weil das funktioniert für mich am besten. HTML und nehme dieses HTML-Element, ziehe das hier rein und kann jetzt hier meinen HTML-Code eingeben. Jetzt wirst du vielleicht denken, Mensch, ich kann doch gar kein HTML programmieren oder ich möchte kein HTML programmieren, was soll das? Ganz einfach, wir öffnen einmal die PDF-Datei mit dem Impressum und wenn wir da nach ganz unten auf die letzte Seite scrollen, dann kommen wir hier zu dem Bereich, wo eben halt die HTML-Notation schon steht. Ich brauche jetzt nichts weiter tun, außer den ganzen Kladderadatsch zu kopieren. Also erst markieren, dann kopieren, dann zurückgehen auf meine WordPress-Seite. Hier in der linken Spalte, wo ich das HTML bearbeiten kann, Rechtsklick, einfügen, fertig ist das Impressum. Großartig, wie wir das hingekriegt haben. Wir sehen, jetzt steht meine Hauptüberschrift H1 Impressum und hier steht wieder Impressum. Das heißt, hier im HTML gucke ich. Ganz oben steht wieder H1-Tag, Impressum, H1 zu. Das kann ich jetzt natürlich getrost rauslöschen. Und jetzt sieht mein ganzes Impressum folgendermaßen aus und beinhaltet alles. Wenn ich hier eben halt im Nachgang etwas ändern will, zum Beispiel die Telefonnummer möchte ich ändern, dann kann ich entweder, dann kann ich hier in der linken Spalte im HTML, muss ich eben halt nach der Telefonnummer suchen. Hier zum Beispiel steht sie und kann jetzt hier beliebig etwas eingeben. Ihr seht das hier direkt in der Live-Vorschau, wie sich das ändert. Jetzt, ich bin ein bisschen verspielt, möchte den Abschnitt hier noch bearbeiten und ich möchte mehr Abstand nach oben und unten haben. Ich wähle den ganzen Abschnitt aus, in dem das HTML-Element liegt. Ich gehe auf Erweitert und verpasse dem Ganzen auch nochmal Padding oben und unten. Und ich sage hier Padding oben 50, Padding unten 70, damit das nicht ganz so gedrungen wirkt. Ich gehe auf Speichern. Neben dem Speichern haben wir hier diesen Vorschau-Button, dieses Auge. Ich klicke da mal drauf und wir gucken uns an, wie unsere aktuelle Impressumsseite aussieht. Und wir sehen jetzt hier Impressum als Überschrift
Und jetzt kommt der ganze Text, den wir eben halt mit E-Recht 24 erstellt haben. Super easy, super einfach. Fertig ist unser Impressum. Großartig. Jetzt nächster Step. Wir wollen Elementor wieder verlassen, eine neue Seite anlegen und die Datenschutzerklärung machen. Ist im Prinzip genau das gleiche, wie wir es hier haben. Ich muss hier einmal ganz kurz gucken. Und wir gehen hier auf Exit, damit wir wieder zurück ins Dashboard kommen. Ich klicke hier oben auf den Ausgang. Ich muss ab und zu meinen Kopf so bewegen, weil die Kamera im Weg ist. So, ich erstelle eine neue Seite, indem ich hier bei Seiten auf Erstellen klicke. Und dieses Mal ist es halt die Datenschutzerklärung. Also gebe ich hier ein Datenschutzerklärung. Und während wir das tun, fällt schon mal etwas auf. Und zwar Datenschutzerklärung hat ein Und das sorgt für Probleme. Es gibt ja den Link oben, ne? www.meineseite.de/Datenschutzerklärung. Und da kann kein stehen. Das heißt, wir müssen hier in der rechten Spalte, bevor wir Elementor öffnen, einmal auf Permalink gucken. Und da sehen wir jetzt, wie später der Link eben halt aussehen würde, nämlich Datenschutzerklärung. Da wir dort Erklärung stehen haben, müssen wir hinter dem A nochmal ein machen, denn AE wird ja zu So, Datenschutzerklärung. Dann Entwurf speichern. Mit Elementor öffnen. Und jetzt das gleiche wie eben beim Impressum. Ich will, dass es konsistent wirkt. Das heißt, ich mache als erstes wieder einen Abschnitt mit einer Spalte. Ich füge hier einfach mal das Überschriftenelement hinzu und nenne es diesmal Datenschutzerklärung. Anschließend gebe ich dem Ganzen das H1-Tag. Ich sage zentriert ausrichten. Und ich gehe auf Stil und gebe dem Ganzen mal die weiße Textfarbe mit. Und den ganzen Hintergrund, den Abschnitt, wähle ich nun aus, gehe auf Stil und gebe diesem hier wieder diesen Blauton mit. Anschließend gehe ich auf Erweitert und gebe das Padding oben und unten hinzu. Das heißt Padding oben 30, unten 30. Und jetzt wirkt es stimmig mit dem Impressum. Ich füge einen neuen Abschnitt hinzu, wieder nur eine Spalte. Ich wähle das HTML-Tag aus, beziehungsweise das HTML-Element ist ja kein Tag, also das HTML-Element. Ziehe das hier in den Abschnitt rein. Und jetzt kann ich hier das HTML einfügen. Ich öffne die PDF, die ich von E-Recht 24 zugesendet bekommen habe. Scrolle und scrolle und scrolle hier ans Ende der Seite. Und dann sehen wir, hier haben wir praktisch die HTML-Notation. Und das ist mega praktisch. Ich kann hier draufklicken. Ich kopiere mir das alles einmal. Ich markiere alles, indem ich einfach reinklicke, Steuerung A drücke, dann ist alles markiert. Und jetzt kopiere ich mir das Ganze. Ich wechsle zurück in Elementor, füge hier bei HTML einfach mal alles ein und wir sehen Datenschutzerklärung und hier steht wieder Datenschutzerklärung doppelt gemoppelt. Wir sehen hier in der linken Spalte, wo man das HTML bearbeiten kann, H1, die lösche ich jetzt wieder raus. Jetzt passt es und jetzt haben wir hier unsere mega lange Datenschutzerklärung, wo alles Mögliche, was eben halt gefordert ist, drinsteht. Zu guter Letzt bearbeite ich hier noch einmal den Abschnitt. Weil ich möchte wieder oben und unten etwas Abstand hinzufügen. Ich verwende wieder Padding. Ich verwende oben einen Abstand von 50 und unten einen Abstand von 70 Pixeln. Ich klicke anschließend auf Speichern, dann auf Vorschau, indem ich hier das Auge auswähle. Und ich kann jetzt meine Datenschutzerklärung angucken und denke, wow, habe ich gut hingekriegt. War doch gar nicht so schwer. Jetzt haben wir hier unsere Datenschutzerklärung. Hervorragend, hervorragend. Nächster Schritt, was müssen wir jetzt dringend noch tun? Ja, im nächsten Schritt müssen wir dafür sorgen, dass diese Datenschutzerklärung auf unserer Webseite verlinkt ist. Und ich habe mal gelesen, ich bin ja kein Jurist, ich bin kein Datenschutzbeauftragter. Also mit Vorsicht, das ist der Disclaimer. Aber ich habe mal gelesen, dass es wohl vorgeschrieben ist, dass man die Datenschutzerklärung und das Impressum immer mit maximal 2 Klicks von jedem Punkt der Webseite aus, erreichen können muss. Wie löse ich das immer bei mir, bei meinen Webseiten? Ich mag es, wenn Impressum und Datenschutzerklärung im Footer der Webseite, also in der Fußzeile der Webseite, verlinkt sind. Weil dann kann jeder drauf zugreifen. Ich finde, Impressum und Datenschutzerklärung sieht man ab und zu auch bei einigen Leuten. Ich scroll mal nach oben. Bei einigen Leuten sieht man das hier oben auch im Menü. Ich finde, im Menü muss nicht wirklich sein. Gehört da meiner Meinung nach nicht hin. Im Footer gefällt es mir wesentlich besser. Und nun möchte ich dir zeigen, wie wir das hinkriegen, dass Impressum und Datenschutzerklärung im Footer stehen. Also, Schritt 1. Ich schließe einfach mal das Impressum, die Datenschutzerklärung. Ich verlasse einmal Elementor. So, nun im Dashboard angekommen. Ein kleiner Zwischenschritt noch, der nicht so relevant ist, aber wo wir schon dabei sind, machen wir es gleich ordentlich. Und zwar, wir gehen einmal auf Einstellungen, Datenschutz. Und
hier können wir jetzt angeben, was unsere Datenschutzerklärungsseite ist. Das machen wir einmal. Wir wählen hier die Seite Datenschutzerklärung aus und dann diese Seite benutzen. Warum ist das wichtig? Ja, nicht wirklich wichtig. Aber jetzt ist es so, in der Anmeldemaske zu WordPress, wenn wir uns in WordPress anmelden wollen, da taucht jetzt ein Link auf zur Datenschutzerklärung. Und wenn wir uns alle Seiten, die wir haben, einmal angucken, dann sehen wir hier auch, die Datenschutzerklärung wird als Seite Datenschutzerklärung deklariert und von WordPress als solche erkannt. Hervorragend. Jetzt kommen wir, wie gesagt, zum Footer. Wenn wir den Footer und den Header bearbeiten, liegt es immer ein wenig am WordPress-Theme, welches wir verwenden, wie die Wege dorthin sind. In diesem Fall auf dieser Testwebseite verwende ich gerade das Astra-Theme und beim Astra-Theme verhält es sich genauso oder ähnlich wie beim Cadence-Theme. Das heißt, beides ist in etwa gleich. Wenn du Elementor Pro verwendest mit dem Hello Elementor-Theme, dann sieht es anders aus. Aber da möchte ich dieses Mal nicht drauf eingehen, sondern wir gucken uns an, wie funktioniert das beim Astra-Theme, respektive beim Cadence-Theme. Als erstes, wir gehen über Design und öffnen den sogenannten Customizer. Ich öffne den einfach mal in einem neuen Tab. Der Customizer, da kann ich die Einstellungen vornehmen, die mir das Theme ja, eben halt zur Verfügung stellt. Und hier bei Astra haben wir einen sogenannten Header-Builder und einen sogenannten Footer-Builder. Und jetzt möchten wir eben halt den Footer bearbeiten, denn ich möchte in dieser Fußzeile, dass dort Impressum und Datenschutzerklärung drinstehen. By the way, hier in der Testinstallation habe ich noch gar keine Startseite festgelegt. Das möchte ich auch gleich mal tun, damit das hier alles ein bisschen ordentlicher aussieht. Und hier als Startseite möchte ich ganz gerne meine Testseite verankern. Wenn ich die Startseite festlegen möchte, dann wähle ich hier Homepage-Einstellungen im Customizer aus, sage jetzt eine statische Seite und Homepage soll sein meine Testseite. Anschließend, um das zu speichern und zu übernehmen, muss ich hier oben auf Veröffentlichen klicken. Fragt mich nicht, warum es Veröffentlichen heißt, ich weiß es nicht. Merkt euch einfach, ist das gleiche wie Speichern. So, gut, Ende aus, einen Schritt zurück und wir sehen jetzt, das hier ist jetzt praktisch meine neue Startseite. Ein bisschen blöd, weil der Kontakt steht, aber gut, ignorieren wir einfach mal. Und jetzt wollen wir hier eben halt den Footer bearbeiten, dass hier etwas anderes drin steht. Aktuell steht ja drin, Copyright 2022, meine Blog, powered by Astra WordPress Theme. Das wollen wir nicht haben, wir wollen da Impressum Datenschutzerklärung stehen haben. Im Customizer wählen wir den Footer-Builder aus. Der Footer-Builder öffnet sich und wir sehen eigentlich, ich verschiebe mal mein eigenes Bild nach oben. So, wir sehen eigentlich hier diese drei Zeilen. Das sind drei Zeilen, die wir für unseren Footer zur Verfügung haben. Und aktuell sehen wir, dass nur die unterste Zeile belegt ist von so einem Copyright. Ich kann jetzt einfach hier auf Copyright klicken und kann das, was hier unten drin steht, jetzt in der linken Spalte bearbeiten. Und wir sehen, hier stehen so eckige Klammern und eckige Klammern, das sind sogenannte Shortcodes. Da werden dann dynamisch Sachen ausgelesen, zum Beispiel Powered by Theme Author. Und das will ich nicht haben, das heißt, ich markiere mir das, nehme das raus. So, und jetzt steht hier nur noch Copyright 2022, meine Blog. Und meine Blog will ich auch nicht haben, sondern ich will, dass da drin steht meine Seite, meine Webseite. Dann schreibe ich hier einfach meine Webseite hinein. Und wir sehen jetzt gleich, steht jetzt hier schon meine Webseite. Soweit, so gut. Jetzt will ich diese untere Zeile verwenden und die hat ja gerade nur eine einzige Spalte, beziehungsweise der Text steht zentriert ausgerichtet. Ich möchte, dass es zwei Spalten gibt. In der linken Spalte soll dieses Copyright stehen und unten rechts soll dann Impressum Datenschutzerklärung stehen. Wie kriegen wir das hin? Ich wähle die ganze Zeile hier unten aus und drücke auf dieses Zahnritzel. Nun kann ich diese ganze untere Zeile bearbeiten und kann hier sagen, wie viele Spalten es geben soll. Ich sage mal, es soll zwei Spalten geben. Wir sehen, nun steht das Copyright hier in der linken Spalte drin und die rechte Spalte ist komplett leer. Hervorragend. Jetzt will ich noch, dass das Copyright rechts ausgerichtet ist. Das heißt, ich wähle wieder das Copyright aus und hier haben wir so ein Ausrichtungsgedönse. Und da sage ich, pass auf, linksbündig ausrichten. Jetzt steht Copyright links und hier auf der rechten Seite kann ich jetzt Datenschutz und Impressum platzieren. Wie funktioniert das? Ich will hier etwas platzieren. Ich fahre mit dem Mauszeiger über die Stelle, wo ich etwas platzieren will, im Footerbilder und wähle hier dieses Plus aus. Und jetzt kann ich hier auswählen, was soll da eigentlich stehen. Kann man so erstmal nicht sonderlich viel mit anfangen, verstehe ich. Aber wir könnten jetzt entweder HTML-Notationen schreiben oder wir könnten hier so ein WordPress-Widget nehmen. Ich probiere es mal mit HTML-Notation. Jetzt steht hier HTML drin. Ich wähle das ganze Element an. Und wir sehen, es ist eigentlich ein Texteditor. Ist ein bisschen verwirrend geschrieben, aber eigentlich ist es ein Texteditor. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir löschen den HTML-Gedöns hier raus und wir schreiben jetzt einfach mal rein Impressum. Und weil es so schön war, mache ich eine Leerzeile, mache einen rechten Strich und schreibe Datenschutzerklärung. Oder ich schreibe einfach mal nur Datenschutz. So, ist kürzer, gefällt mir besser.
Dann müssen wir das ja jetzt verlinken. Und um unser Impressum zu verlinken, dass man hier auf Impressum draufklicken kann, markiere ich mir das Wort und drücke jetzt auf dieses Symbol, auf diese Büroklammer oder auf diese Kette, die wir hier sehen. Und jetzt werde ich gefragt, was willst du denn da verlinken? Und ich gebe einfach mal Impressum ein. Und jetzt schlägt er mir automatisch schon das Impressum die Seite vor. Ich brauche da einfach nur noch draufklicken. Und wenn ich jetzt noch möchte, also jetzt advanced, ich möchte noch, dass wenn man draufklickt, das Impressum in einer neuen Seite, in einem neuen Tab lädt, dann kann ich hier auf das Zahnrad klicken und kann sagen, Link in neuem Tab öffnen. Aktualisieren. Zack, haben wir gemacht. Impressum ist verlinkt, sehen wir, hat auch schon eine andere Farbe. Machen wir das gleiche bei Datenschutz. Ich markiere mir das Wort Datenschutz, klicke hier auf diese Kette, gebe hier, suche einfach mal nach Daten und jetzt findet er schon die Datenschutzerklärungsseite. Ich wähle die aus. Das Zahnrad, Link in neuem Tab öffnen, aktualisieren. Zack, haben wir das auch verlinkt. Jetzt sehen wir noch, das Ganze wäre schöner, wenn es rechtsbündig ausgerichtet wäre. Also gehe ich hier bei Ausrichtung auf rechtsbündig, zap, zap, fertig. Wenn ich hier andere Farben vergeben möchte und sage, Mensch, das ist jetzt blau, ist ja nicht so schön, wäre schöner, wenn es schwarz ist oder rot ist oder was auch immer, kann ich hier auf Design klicken und kann hier die Linkfarben vorgeben. Zum Beispiel kann ich jetzt sagen, hier, pass auf, sei schwarz. Und wenn man mit dem Mauszeiger drüber fährt, das nennt man sogenannt Hover, dann soll es rot werden. Seht ihr, ist es schwarz, ich fahre mit dem Mauszeiger rüber und jetzt werden die Einträge rot. Großartig. Ich drücke auf Veröffentlichen, um das Ganze einmal zu speichern. Und jetzt wollen wir uns das Ganze einmal in Realität angucken. Das heißt, nächster Step, ich verlasse den Customizer, öffne meine Seite, wir gucken an, ob es funktioniert, denn Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Los geht's, um den Customizer zu schließen, drücke ich einfach oben links auf das Schließenkreuz. So, Customizer geschlossen. Jetzt öffne ich meine eigene Webseite einmal. Ich sage hier einfach mal anschauen. So, ich scrolle nach unten zu meinem Footer. Ich sehe meinen Footer, Copyright 2022, meine Webseite steht unten links, so wie ich das haben möchte. Und unten rechts steht ja jetzt Impressum und Datenschutz. Ich gehe hier rüber, ich klicke mal Impressum an und, oh Wunder, es öffnet sich ein neues Fenster, ein neuer Tab und das Impressum ist da. Jetzt gehe ich auch auf Datenschutz. Ich klicke auf Datenschutz und, yippie-yay, die Datenschutzerklärung hat sich geöffnet. Hervorragend. Das heißt, in diesem Video habe ich dir gezeigt, wie du mit eRecht24 Impressum und Datenschutzerklärung erstellen kannst und wie du diese anschließend auf deiner Webseite einbindest. Wenn dir das Video einen Mehrwert gegeben hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben hinterlässt. Natürlich kannst du auch meinen Kanal abonnieren, dann kriegst du immer mit, was es so Neues aus der WordPress-Welt gibt, plus spannende Videos, hilfreiche Videos rund um WordPress. Wenn du sagst, Mensch, so komplex, ich sollte vielleicht einen WordPress-Kurs machen, dann schau doch mal bei meiner Webseite vorbei. Dort steht immer aktuell, welche WordPress-Kurse gerade laufen, die ich anbiete. Ja, informier dich da, wenn das interessant für dich ist. Abonniere meinen Kanal. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Wenn du Fragen rund um WordPress hast, ab damit in die Kommentare. Und ansonsten viel Erfolg beim Umsetzen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.